Ah, guten Morgen auf einen weiteren erfolgreichen Tag und ich glaube, das muss ich schon gar nicht mehr vorlesen. Willkommen zurück zu Animal Crossing Happy Home Designer. Ich glaube, Carlotta wird ab jetzt jeden Morgen dasselbe sagen, zumindest jetzt erstmal für die nächsten Tage, während Melinda hier sowieso schon steht. Und wie auch jeden Morgen aktuell schauen wir uns ein weiteres Mal das Studienbuch an und heute geht es dann um Musik. Der Ton macht die Musik und Hintergrundgeräusche machen die Einrichtung. Das richtige Audioambiente erhöht dem ambitionierten Hausdesigner ganz neue Gestaltungsebenen. Zu diesem Zweck findest du im Haus unter Haus diverse Geräuschkulissen, die das Thema deines Designs angemessen unterstreichen. Von Wellengeräuschen bis hin zum pfeifenden Wind, deine Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Dianair. Mein Gott. Ich kann nicht mehr lesen. Du kannst nun Hintergrundgeräusche erstellen. Einstellen. Was für ein Klang. Vielleicht sollte ich einfach gar nicht lesen. Gut, beim letzten Mal haben wir noch ein Haus designt und ich würde sagen, jetzt ist wieder eine Einrichtung dran. Ah, hallo Niklas. Du möchtest sicher einsehen, welches Projekt du gerade bauen kannst. Ja, Krankenhaus. Auf dem Touchscreen siehst du, was dazugehört. Wartezimmer, Sprechzimmer und Krankenstation. Okay. Alles klar. Also schon mal deutlich umfangreicher als das Café. Sehr schön, dann lass uns doch gleich mal zum Baugelände gehen. Und ich huste mich nochmal aus, weil es ist ja grässlich hier. Mein Gott, so. Ich hoffe, jetzt ist es ein bisschen besser hier. Du beginnst am besten damit, dass du das Außendesign festlegst. Tja. Das passt wahrscheinlich so am besten ins Ambiente jetzt. Das persönlich würde ich am ehesten sehen wollen. Aber ich glaube, das passt hier am besten in die Stadt aktuell. Wunderbar. Dann lass uns mit der Planung der Inneneinrichtung fortfahren. Ich weiß gar nicht, ob es dafür jetzt vielleicht auch entsprechende Soundkulissen gibt, aber das werden wir sehen. Und das ist also der Empfang. So sieht das Gebäude von innen aus. Dieser Raum wird das Wartezimmer. Was? Warum ist das? Ja, okay, es ist halt Foyer und Wartezimmer in einem, okay. Von hier aus erreicht man das Sprechzimmer und die Station. Für jeden Raum gibt es andere Vorgaben. Achte daher gut auf deine Unterlagen. Dann will ich dich mal arbeiten lassen. Viel Erfolg! Alles klar. Ich frage mich gerade, ob man... Ja. Ist ja auch so ein klassisches Ding, dass man da so ein Tresen halt genau da in die Mitte dazwischen die beiden Türen setzt. Aber ich glaube, das wäre jetzt nicht so gut, oder? Wobei, Rezeption. Warum ist die jetzt erschrocken? Na gut. Richten wir, glaube ich, erstmal hier den Rest ein. Das ist wahrscheinlich besser. So, also Tapete und Boden meine ich damit. Minimalwand sieht schon mal gut aus. Ja, das ist doch so richtig... Ach Gott, ist das grässlich. Da kriegt man so richtige Arzt-Vibes, ne? Oh, ja. Ja, lass mal. Also das könnten wir halt machen. Macht das Sinn, hier so mehrere? Eigentlich nicht, ne? Nee. Mehrere sehen halt doof aus. Ja, jetzt ist die Frage, wie man es macht, aber so wäre wahrscheinlich doch noch am besten, oder? Wenn es halt eh nur so eine kleine Rezeption ist. Wir hätten natürlich noch diesen Tresen, den wir beim Café benutzt haben. Muss man gerade gucken. Hier genau, Tresen, aber ich weiß jetzt nicht, wie wir den umgestalten können. Rustikal, hölzern, elegant, Marmor. Der Marmortresen ist gar nicht so schlecht. Verhältnismäßig. Weißt du, dass man den hier so hinsetzt? Wäre natürlich eine Möglichkeit. Aber das hier sieht halt viel eleganter und ich sag mal steriler aus. Und das ist bei einem Arzt sicherlich nicht schlecht. Also, ja. Dann gibt es für mich eigentlich nur die Möglichkeit, den da hinzusetzen, ganz ehrlich. Ist ja auch immer noch Animal Crossing. Ja, ja, das passt schon. So. 5 Stühle. Egal welche offenbar. Aber wir haben sicherlich neue. 2 Stück, schätze ich mal, mindestens. Ein Donut-Hocker und ein Plastik-Hocker. Ein Mini-Kühlschrank. Ah, Warteraum-Couch. Das sieht doch eigentlich zu bequem schon fast aus für so einen Arzt, aber nun gut. Weiß oder schwarz? Ich glaube, wir gehen mit weiß. Wir gehen auf jeden Fall mit weiß. So.
Was wir auf jeden Fall brauchen, ist ein Wasserspender. Ich mag Wasserspender. Als Item so und generell. Ist das hier mit drunter? Waschbecken? Was haben wir hier? Eine Badematte? Okay. Interessant. Also Stühle kommen natürlich noch einige dazu, das ist klar. Ein Viererspind, ne. Brauchen wir einen Getränkeautomaten? Ich würde halt lieber nur einen Wasserspender haben. Aber ich sehe hier leider keinen. Ich weiß aber nicht, ob der neu ist, ehrlich gesagt. Ein Empfangsschalter, oh. Das ist schon wieder ein Gamechanger. Das sieht schon mal deutlich, ja, das sieht deutlich besser aus. Ich frage mich nur gerade, wie rum der überhaupt kommt, so rum, ne? Das hier ist außen, ja, okay. Dann packen wir doch das hier auf die linke Seite, dann machen wir das so. Ist besser. Gut. Habe ich gar nicht gesehen am Anfang. Aber doch, das ist um einiges besser. Ein Arztpult. Brauchen wir das hier schon? Eigentlich nicht. Ja, was heißt eigentlich? Wir brauchen das hier nicht. Zahnarztstuhl. Ist das hier eine All-in-One-Klinik oder was? So, haben wir den... Was haben wir dafür noch für Optionen? Einen weißen können wir auf jeden Fall machen. Ich guck mal. Wir können ja hier zum Glück suchen. Das würde ich nämlich mal gerne machen wollen. Es gibt keinen Wasserspender. Was zur Hölle? In ein Wartezimmer beim Arzt gehört einfach ein... Hallo? Das ist tatsächlich ein bisschen schockierend, aber okay. Dann halt nicht. So, erstmal so eine schöne, klassische Pflanze, wie man sie kennt. Wobei, nee, ich glaube, die andere fände ich sogar noch besser. Die hier. Bogenhanf. So. Ich meine, wir können ja auch zwei machen. Kein Ding. Das heißt, wobei. Ich glaube, den Getränkeautomaten könnte man vielleicht... Ja, hier. Ich glaube, hier wäre der ganz gut. Das Ding brauchen wir dann erstmal nicht mehr. So. So. Ja, ist halt ein bisschen doof so. Aber ich glaube, das passt schon. Macht es Sinn, hier noch eine weitere Reihe irgendwie aufzubauen? Eigentlich nicht. Ich glaube, das muss reichen für die kleine Praxis hier. Wieso? Oder für das Krankenhaus ist ja keine Arztpraxis. So, allerdings bräuchten wir noch so einen Tisch mit so einer Ablage mit dem neuesten Reklamdingern. Dann, nee, Reklam ist das, was man in der Schule liest. Wie heißen die nochmal? Diese Dinger mit diesen blauen Umschlägen. Grässlich. Die hat meine Oma früher mal mitgebracht. Was haben wir denn hier an Tischen? Also nichts Neues offenbar für den Warteraum, oder? Dokumentenstapel passt dann jetzt auch nicht ganz. Ja gut, dann gucken wir, was wir sonst noch für Tische haben. Irgendwas Minimalistisches natürlich. Ja, ich will hier schon einen Tisch haben. Doch, ich denke, der Minimaltisch passt hier am besten rein. Nee, ich wollte hier gar nicht verschieben. So. Einen näher ran am besten. So. Dann noch ein bisschen zentraler. So, genau. Und da, ja, ich habe, glaube ich, keine Magazine. Ne? Ich habe jetzt diesen Dokumentenstapel. Aber so Magazine wären halt beste. Die würde ich da eigentlich gerne hinlegen. Aber ich glaube, die habe ich leider nicht zur Verfügung. Brauchen wir einen? Ja, komm. Sicherlich nicht verkehrt. Ich weiß nur gar nicht, wo der hin soll. Oder wir machen das so irgendwie. Ach komm, weg damit. Sollen sie ihre Schirme doch was weiß ich wo haben. So, hier vielleicht noch ein... Da könnten wir das vielleicht sogar so machen. Ein bisschen groß, glaube ich, der Bereich da. Da könnte halt so ein Bürostuhl noch hin. Also so ein Hocker will ich den jetzt ehrlich gesagt nicht zumuten. Lehrerstuhl reicht aber. Was Fancyeres brauchen sie jetzt auch nicht. So.
wer auch immer hier arbeitet. Ja, schön zentral ruhig. Ist in Ordnung. So, und wir bräuchten hier am besten noch irgendeine Trennung, ich weiß nicht ganz was. Teppiche brauche ich jetzt nicht. Fenster haben wir hier. Ja, doch, wir haben Fenster. Die können wir auch noch gestalten. So, Tür ist außen, ne? Oder? Nee, hier, ach guck mal, ja, ja, stimmt. Im Interieur gibt es jetzt, ja, ja, okay. Ja, jetzt verstehe ich das mit den Türen. Wenn es eine Einrichtung mit mehreren Räumen ist, dann kann man da auch Türen zwischen machen. Ja, ja, okay. Gut, das verstehe ich jetzt. Krankenhaustür. Ja, gut. Ich denke, da haben wir unsere Wahl gefunden. Das ist jetzt ja nicht so schwer. Also eine Zugtür, so richtig schön modern. Glasschiebetür. Komm, es ist ein Krankenhaus und es ist modern. Komm. Was ist das denn? Das sieht ja krass aus. Okay. Ein Perlenvorhang. Kann man da auch so schön durch... Ich bin nicht dazu zu klein vielleicht. Komm, ich mach's einfach mal. Ja, tatsächlich. Ich kann es so wegschieben. Ich wollte es einfach mal sehen. Auch wenn ich den Teil hier noch gar nicht einrichten möchte. Das mit der... Hä? Warum ist der denn jetzt... Das würde ja bedeuten, da sind zwei Türen dazwischen. Naja, okay. Wie auch immer. Wir machen bei beiden die gleichen Tür, die gleichen Türen hin, dass es theoretisch auch eine sein könnte. Sieht das echt merkwürdig aus. So, schöne Schiebetüren, Glasschiebetüren, so. Das sieht dann ganz direkt schlagartig moderner aus, so. So eine schöne quälende Uhr, auf die man dann immer starren muss, wenn man auf Angehörige wartet, die gerade im Behandlungszimmer sind, ist immer super. Da. Notausgang nehmen wir natürlich auch gleich noch da mit hin. So. Der Notausgang ist dort. Das ist bei sowas sicherlich wichtig. Schön mittig. So. Ja. Kann ich da noch irgendwas dahinstellen oder soll ich das so offen lassen? Ich könnte noch einen Tresen, aber das... Nee. Nee. Eine Glaswand könnte ich halt sonst noch. Ablagebox. Was ist das genau? Oh, falsch. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es ist jetzt nichts, was ich da hinstellen möchte. Ich gucke mir nochmal die Glastrennwand hier an. Wenn ich sie finde. Ich habe keine Ahnung, wozu das zählt. Ist das überhaupt hier mit drin? Nee, ne? Ich bin's auch selber schuldig. Ich sollte einfach dieses Ding hier nutzen, die Suche. Das ist am einfachsten. Also wenn ich zumindest ein konkretes Item suche, wo ich jetzt nicht weiß, wozu das zählen könnte. Einfach hier so eine Glastrennwand. Ich glaube, das mache ich einfach mal so. Man könnte natürlich sonst auch das Ding nochmal kopieren. Aber das fände ich ehrlich gesagt ein bisschen dumm. Also ich fände die Glastrennwand dann schon am sinnvollsten. Ja doch, das machen wir so. Heißt aber, wir könnten hier doch noch was hinmachen. Also eine weitere Bank will ich da jetzt nicht hinsetzen. Dann hätten wir halt doch noch die Möglichkeit, da... Ja, diesen Schirmständer einzustellen, oder? Sollen wir das tun? Ich meine, warum denn nicht, ne? Sonst noch irgendwas Spannendes? Ich denke nicht für hier draußen, also. Den konnten wir aber, glaube ich... Ne, den konnten wir nicht umgestalten, okay. Ja komm, dann stellen einfach dahin. Wenn jemand Bock hat und einen Schirm dabei hat, kann er den da hinstellen. Wir bräuchten aber immer noch was für den Tisch. Ja, ganz ehrlich, dann lege ich da jetzt, glaube ich, einfach Dokumente drauf. Auch wenn es eigentlich... Vielleicht können wir das jetzt zum Magazin umgestalten, aber keine Ahnung. In New Horizons zum Beispiel sind es ja auch unterschiedliche Sachen. Items. So, Illustrationen, das ist doch super. So. Noch irgendwas daneben? Nee. So schön mitten auf dem Tisch. So. Wunderbar, dann werden wir in dem Raum auch fertig, da kommt nichts dazu. Aber wir haben natürlich jetzt noch gar nichts mit Musik gemacht und so. Stimmt, und die Fenster haben wir noch nicht. Ja, gut, was machen wir mit den Fenstern? Keine Fenster wäre eine Option, aber in so einem Wartezimmer sicherlich nicht so schön.
Breitfenster oder die hier? Breitfenster sind, glaube ich, okay. Vorhänge machen wir so Jalousien. Jetzt sieht so richtig schön nach Zahnarzt aus. So. Passt. Ja, ist okay. So. Aber wir haben noch das Ambiente jetzt. Können wir hier noch Ambiente hinzufügen? Das jedenfalls passt alles erstmal nicht. Aber im Krankenhaus ist es ja normalerweise auch still, ne? Unterwasser, Stadion, Baustelle. Was haben wir hier? Gebirgs- und Klingel. Und das ist Harmonie. Ja, Harmonie. Harmonie wird es dann wohl, bleibt es dann wohl. Jetzt habe ich natürlich nicht mehr im Kopf, welches Zimmer jetzt... Wir haben keine 5 Stühle. Ich weiß leider nicht, ob wir das so beenden können. Aber ganz ehrlich, ich möchte da jetzt keine normalen Stühle hinstellen. Vor allem nicht, wenn die mir ja selber noch so eine komische Couch geben. Es ist jetzt aber ein bisschen nicht euer Ernst, dass ich hier so Plastikhocker hinstellen muss. Also zwangsläufig. Das fände ich nämlich ein bisschen doof. Ich will da jetzt keine Plastikhocker deswegen hinstellen müssen. Ist das jetzt deren Ernst? Ich weiß nicht, ob wir es beenden können. Wenn wir es nicht beenden können, dann müssen wir da einfach irgendwie Plastikhocker mal hinstellen. Die schmeiße ich dann später wieder raus, keine Ahnung. Das ist nämlich überhaupt nicht... Nee, wirklich nicht. Nee, wirklich. Absolut Quatsch. Ich finde Sitzplätze okay. Ja? Wir haben hier 6 Sitzplätze. Aber Stühle konkret, nö. Sehe ich ehrlich gesagt nicht ein. Ich hoffe, wir können so beenden und die sagt dann einfach so, ach ja, so gut gefällt mir es aber jetzt nicht. Aber dann ist es mir ehrlich gesagt egal. Ganz ehrlich, dann ist es mir egal. Okay, das scheint das Sprechzimmer zu sein, ne? Ja. Das ist klein. 2 Stühle und ein Bett. Ja, das ist... Das klingt gut. Damit... Gehe ich d'accord. Wartezimmertapete. Ne. Die packe ich draußen aber bestimmt auch nicht dran. Die ist ja scheußlich. So, hier könnten wir vielleicht auch einen anderen Boden nehmen. Wir hatten ja noch irgendwie einen anderen Boden, oder? Was hatten wir denn noch für einen Boden? Den hier. Ne, das passt halt alles nicht so gut. Ne, ich glaube, wir bleiben schon bei diesem einheitlichen Look einfach. Ja, warum nicht? So, die Tür bleibt für mich trotzdem so eine. Wobei, ja, da ist es vielleicht wirklich besser, so eine zu nehmen, ne? Ja, muss ich schon sagen. Für so ein Sprechzimmer ist es wahrscheinlich besser. So, dann gibt es eins von diesen Untersuchungstisch. Ja, genau den. So. Den dann dahin. Ich meine, da gibt es, glaube ich, gar nicht so viel... Ich sag mal, Spielraum, Interpretationsspielraum, wie auch immer. Das wird eigentlich recht eindeutig, für mich zumindest. Wobei das jetzt hier gerade, ja, wobei. Wobei. Der Tisch ist, ja, nee, den müssen wir auf jeden Fall so irgendwie, naja. Es wird auf jeden Fall nicht der normale Sprechtisch. Aber haben wir da was dafür? Ah krass, ich wusste gar nicht mehr, dass wir hier mehrere Räume dann einrichten müssen. Naja, wir hätten so einen Tresen, aber das ist jetzt nicht das, was ich hier möchte. Dann müssen wir wohl nein, Niklas, einen normalen Bürotisch nehmen. Schulpult oder? Ja, nee, halt so ein Lehrertisch, ne? Ja, doch. Das wäre wahrscheinlich das Sinnvollste. Können wir den? Nee, den können wir nicht umgestalten, okay. Alles klar. Jetzt kommt doch ein bisschen Interpretationsspielraum wieder. Ich dachte, es ist weniger. Nehmen wir Donut Hocker oder ja schon erstmal Plastik Hocker? Ja, Plastikhocker sind ja eher so vor so Stühlen, vor so Tischen meistens. Aber ja, komm, die Patienten bekommen jetzt auch einfach hier nur so einen billigen Hocker. Der Raum ist Budget. Können wir die umgestalten? Ja.
Hätte nämlich gern irgendwas schön Neutrales. Ja, sehr gut. Perfekt. Passt besser. Dann weg damit. Nein, ich sagte weg damit. Sagte ich offenbar nicht. Ja, den. Nein, den passen wir auch direkt an. Ja, ich bin noch nicht so ganz zufrieden damit. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal besser. Mal das so irgendwie machen. Ich glaube, das Ding sollte man nach vorne packen. Hier hinten irgendwie so... Irgendwie noch ein Gerät oder ein Schrank oder irgendwie so sowas. Was haben wir denn da passendes? Apothekerschrank, den müssten wir... Können wir den? Den kann man nicht umgestalten, mein Gott. Das passt doch farblich überhaupt nicht zusammen hier. Ja, dann müssten wir eigentlich auch wieder weiter nach vorne packen. Aber ist das okay so? Ja, ich denke schon. Ich packe da aber trotzdem noch einen weiteren Stuhl irgendwie hin, glaube ich. Wieder so ein Drehstuhl am besten, so ein etwas billigeren Lehrerstuhl hieß der, glaube ich. Genau, den hier. Und ich glaube, dann packe ich den Hocker hier doch wieder weg. Dann steht er hier quasi so zwischen den Tischen. Ich glaube, das ist besser, glaube ich. Ich glaube, das ist besser. So. Dann. So eine Trennwand brauchen wir hier nicht. Infusion, na gut, das ist ja nur so ein Behandlungszimmer. Also so ein Sprechzimmer, wo man sich einfach mal kurz auf die Liege legt. Mini-Kühlschrank brauchen wir jetzt auch nicht. Nein! Was war das? Naja, das ist theoretisch vielleicht gar nicht so schlecht, aber nee. Machen wir hier nicht. Eine Waage vielleicht. Ja. Was ist das? Also brauchen wir das hier? Auch eher nicht. Nee, ich glaube, da nehme ich wirklich dieses Stadiometer noch. Oder nee, Quatsch. Die Waage wollte ich nehmen. Warte, die Waage wollte ich nehmen. Stellen wir dann hier, glaube ich, schön in die Ecke. Oder wir machen das so, dass wir das hier hinstellen. Und hier wieder so eine schöne Pflanze. Dann können wir da jetzt mal die andere nehmen. Ja, nehmen wir die. Oder nee, ich glaube, ich bin doch eher für dich. Protoss. Ja. Super. Tolles Flair. Laptop, irgendwie sowas gedönstechnisches. Wir haben halt leider keinen Computer, den wir draufstellen können auf Tische. Ne? Wir haben sonst immer nur diesen Tisch halt mit dem Computer. Deswegen, ja, muss ich hier auch wieder mit dem Laptop arbeiten. Ach, wobei, ja gut, da stimmt, da hinten steht ja ein Computer. Quatsch. Dann kommt hier jetzt der Dokumentenstapel hin und, ja, das ist es dann. Die Medizin könnten wir hier vielleicht noch hinlegen. Ich glaube, die Medizin lege ich dann noch dazu. Die haben wir ja auch schließlich neu. So, perfekt. Sieht okay aus. Können wir machen. Haben wir noch Lernplakate oder sowas? So sieht der Körper aus. Irgendwie so ein Shit. Ich glaube nicht. Na gut. Sowas hatten wir auch auf jeden Fall noch nicht. Wir können in der Weltkarte hinhängen, aber das ist jetzt reichlich unpassend. Stimmt, boah, ich habe schon komplett vergessen. Wir haben ja jetzt auch was für die Decke. Das habe ich auch bei meinem letzten Deko gar nicht beachtet. Wir haben jetzt auch für das Café, ne? Oder hatte ich das für das Café schon? Ich glaube nicht. Ich glaube, für das Café hatte ich das noch nicht. Mein Gott. Brauchen wir so eine Hängeleuchte vielleicht? Rasterlampe ist halt sicherlich ganz nett. Warte. Das falsche Objekt angeklickt. Ja, eine Rasterlampe so in die Mitte. Ja. Kann man, glaube ich, machen. Könntet ihr auch so. Tja, weiß jetzt nicht, ob ich die so spammen möchte. So wäre natürlich eigentlich besser. Die so irgendwie. Aber das sind dann halt ein paar viele, ne? Deswegen, nee. Weißt du, ich mache einfach nur eine große hier in die Mitte. Das reicht. Zumindest für das Zimmer.
Hier müsste ich jetzt auch alles haben. Ich glaube, ein Tisch war gefordert und zwei Stühle, ne? Also das müsste ich erfüllt haben. Hier werde ich auf jeden Fall auch den Screenshot machen, oder hätte ich zumindest erstmal vor, weil das bisher am coolsten aussieht. Oder halt am realistischsten, oder wie auch immer man es bezeichnen mag. Ein Krankenhaus ist sicherlich nicht cool. Aber das ist so eine Tür. Die ist auch nicht schlecht, aber da möchte ich auch eher wieder, wie gesagt, so eine Schiebetür halt haben. Die hier. Okay. Dann, wie gesagt, einheitlicher Look. Wir bleiben dabei, das so zu machen. Und dann haben wir hier erstmal... Oh Gott, das wird jetzt halt... Es wird eigentlich der aufwendigste Raum und für den habe ich jetzt theoretisch am wenigsten Zeit. Aber ich hetze mich da ja nicht ab. Jetzt ist die Frage, machen wir hier mehrere Betten rein? Wie ist das? Weil für ein Einzelzimmer ist das halt schon verdammt groß, ne? Zumindest jetzt mal an so deutschen Standards gemessen. Boah. Schwierig. Was haben wir alles für Items erstmal? Ein Viererspind ist schon mal eine gute Sache. Ein Waschbecken ist eine gute Sache. Jetzt weiß ich nicht, ob wir noch die ganzen anderen Betten brauchen. Wir haben auch noch ein... Wir haben ein Klinikbett und ein Krankenhausbett. Ja, ich bleib bei dem Klinikbett, das sieht besser aus. So, Trennwände. Machen wir mal hier so eine Papiertrennwand. Oder ist die andere besser? Ja, die andere ist schon besser, ne? Ich nehme, glaube ich, die andere. So, dann haben wir hier diesen Apothekerschrank. Den brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Medizinschrank. Ja, müsste eigentlich, wenn, dann drüben hin. Ein EKG-Gerät, yo. Hier unten war... Hier war doch noch gerade was anderes, was ich... Den Zahnarztstuhl weiß ich halt nicht. Das ist halt wieder so specific. Nee, das habe ich doch schon. Shit. Das habe ich schon. Warte. Brauchen wir da die Waschschüssel? Ich möchte auf jeden Fall den Infusionsständer hier haben. Das Safe. Die Ablagebox. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich hiermit da anfangen soll. So, Hocker auf jeden Fall. Donuts möchte ich jetzt hier da nicht platzieren. Genau, der OP-Beistelltisch. Den haben wir schon. Egal. Da kommen da jetzt zwei rein. Tja, brauchen wir jetzt einen Augentest hier drin? Halt auch wirklich nur für diese... Na ja gut, nee, das andere war Zahnarzt. Naja. Ich weiß da auch nicht. Ich weiß nur, hier hinten bietet es sich, glaube ich... Wo ist der Schrank? Ich versuche den Schrank gerade zu finden. Das ist der Schrank, der spinnt. Hier hinten eignet sich so eine Spindecke eigentlich. So. Was wir dann da auf die Seite noch packen, keine Ahnung. Versuchen wir vielleicht hier irgendwie so die Betten hinzumachen. Wir können natürlich auch noch so eine Toilettenecke irgendwie machen, aber... Ach, ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier brauchen. So kleine Nachttische wären halt noch echt gut. Haben wir nämlich jetzt hier auch noch nicht. Aber sowas haben wir halt auch eigentlich noch nicht so wirklich in der Form. Ohne, dass es merkwürdig aussieht. Können wir auch schon nicht umgestalten. Sieht halt kacke aus. Oder sollten wir vielleicht eher bei Schränken gucken? So kleine Nachttischschränke. Gedöns. Sowas hier. Aber es sieht mir halt nicht so minimalistisch genug dafür aus. Mann. Mir fehlen die Möbel. Das ist schrecklich. Ich kann doch nicht, das sieht aus wie so ein Bartisch. Das kann man doch hier nicht, das ist doch... Aha, Manu. Wenn man ja wenigstens auf die Hocker stellen könnte, aber auch das geht nicht. Oder reicht der Minimal... Das ist... Was ist das jetzt? Ein Minimaltischchen. Ja, besser als das andere. Ich würde halt gerne was Niedrigeres noch haben. Aber ich glaube, das gibt es nicht. Das hier ist mir halt schon wieder zu designerisch, ne? Nee.
Nee. Echt nicht. Oh Mann. So, Infusionsständer daneben. So, dann haben wir auf jeden Fall noch mindestens ein Bett. Das kommt dahin. Und der Kollege hat jetzt hier so... Na, der hat jetzt erstmal hier so OP-Beistellgedöns. So. Und dann würde ich sagen... Ja, das ist alles jetzt ein bisschen schwierig dann natürlich. Vielleicht sollten wir das doch irgendwie hier hinstellen. So. Und da haben wir dann noch EKG daneben. Den anderen Beistelltisch schmeißen wir mal weg. So, das Waschbecken kommt auf die Seite. Ja, da habe ich jetzt halt generell wenig... Ich glaube, ich stelle hier auch mal die Stühle hin, so als so zwei Hocker, also als Besucher-Dings da, die dann halt so mitnehmen können hier an die Betten. Vielleicht. Können wir hier noch irgendwas hinhängen? Können also wieder so ein Fernseher oder so ein... Aber die haben ja nicht so moderne Fernseher eigentlich. Egal. Wandfernseher. So. Und zwar da so hin. Ich glaube, das sollten auch eigentlich alle... Ja, wobei, der hier sieht es jetzt halt nicht wie eine Trennwand. Das heißt, wir könnten das vielleicht hier hinhängen, das Gerät. Dann würde es theoretisch jeder sehen. Das hier kommt weg, ganz ehrlich. So, wir brauchen die obligatorische Zimmerpflanze. Die fehlt hier noch. Nehmen wir jetzt mal die Aloe Vera. Jo. Ja, das sieht doch okay aus. Fernseher, so, darunter stellen wir einfach mal die Stühle ab. Und dann würde ich sagen, ist das auch schon ziemlich fertig. Haben wir noch einen Teppich vielleicht? Also Teppiche passen ja eigentlich generell nicht in das ganze Setting rein, deswegen... Nö, Ambiente halt auch nicht. Irgendein Item, was vielleicht noch ganz cool wäre. Ein Arztkittel könnte man halt noch irgendwo... Aber was will man damit machen? Wir könnten hier so einen Krankenkittel irgendwo aufhängen, aber... Ich überlege ja, das vielleicht halt noch irgendwo hinzustellen. Vielleicht daneben. Ja, doch, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Aber dann reicht es, denke ich, auch. Ein Mülleimer wäre vielleicht noch ganz nett. Den stelle ich hier noch in die Ecke hier unten. Und dann wäre es das. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Mülleimer ist, ne? Wir hatten, glaube ich, Mülleimer... Ach ja, sehr gut. Aber was nehmen wir denn? Nehmen wir so einen, glaube ich. Weil der ist halt so groß, ne? Dann halt doch eher so einen kleinen. Für Kosmetik oder so, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist ganz okay. Ja, das ist komm. Das passt schon. Hier ist halt ein bisschen Freiraum. Ist auch gut, weil, ne? So. Aber die haben halt alle keine Tische hier, außer der eine. Weil gibt Probleme mit Tischen. So, ist ein bisschen doof hier alles. Oder packen wir da einfach auch noch einen. Symmetrie und so auch wieder so ein bisschen. Dann kommt man nicht mehr so gut an die Spinde ran. Wie ist es, wenn wir das da hinpacken? Och nö, der kann mich mal. Wir sehen, wer hier der Privatpatient ist. So, wobei es ist, ein Privatpatient wäre nicht in diesem Zimmer, weil nö, wir sind ja mehrere Leute. Wir gehen also am besten einfach jetzt mal hier hin und gucken, ob Melinda damit zufrieden ist, weil an sich bin ich mit den Räumen jetzt zufrieden. Sie sagt zwar von wegen, Stühle, aber ganz ehrlich. Oh, hier sind sogar Stühle kategorisiert, cool. Nett. Wir können uns ja auch Stühle aussuchen, ne? Ah, guck mal, ne? Dieses... Das hier ist unter Stuhl. Ja, das finde ich unter Stuhl. Warum zählt das nicht? Finde ich ein bisschen dumm. Mich würde aber interessieren, wenn ich jetzt hier einfach nochmal zwei von diesen Warte-Couch-Dinger hier hinpacke. Zählt das dann? Dann zählt das. Ist das dumm. Aber ich kann doch jetzt nicht alles hier mit zuspammen. Bitte. Das ist doch grässlich. Vor allem, weil das zwei Sitze hat. Das ist doch einfach nur dämlich. Tja. Ey. Was das Spiel sagt, ne?
was das Spiel halt sagt, kann ich halt... Ja. Wenn sie das so wollen, dann drehen wir den Automaten einfach um. Ich fand es vorher zwar ein bisschen netter, aber... Das Spiel befiehlt es mir so, dann mache ich so. Ne, was will ich machen? Bist du etwa schon fertig? Ja, ich wäre fertig gewesen. Egal, ich sag dazu nichts mehr. Ist die Uhr noch da oder ist sie einfach nur so wahnsinnig hoch? Tja. Was soll's? Die haben ihr Krankenhaus hier. Und das müsste doch in Ordnung gehen. Die Musik passt halt auch überhaupt nicht jetzt zu sowas, ne? Ah, schön. Keiner am Schalter. Spitze. So muss das sein. Super. Die sind ja alle krank und ich mache einfach einen schönen Screenshot davon. Super. Ach, dann sehen wir jetzt aber diesen, keine Ahnung, 30-sekündigen Trailer für jede... Für jedes einzelne Zimmer, ne? Ah, uff. Muss in der Länge jetzt ehrlich gesagt auch nicht sein. Aber gut. Was willst du machen? Die können sich auch einfach mal nebeneinander setzen, weißt du? Ich meine, das Spiel kam ja jetzt auch nicht zu Corona-Zeiten raus, ne? Oh Mann. Ja, genießt das einfach mal. Ich sag jetzt einfach mal nichts mehr dazu, weil es ist einfach... Es ist zu lang. Es ist einfach zu lang. Wirklich. Und wo ich jetzt hier die Lampe sehe, fällt mir auch wieder auf, dass ich die im letzten Raum vergessen habe und im ersten hatte ich auch noch gar nicht dran gedacht. Also, ja. Wäre eigentlich ganz cool gewesen, noch diese... Genau die gleiche Art von Lampen halt noch vor allem im Behandlungszimmer zu haben und ja, wahrscheinlich auch durchaus im Wartezimmer. Habe ich jetzt natürlich wieder vergessen. Mag aber auch daran liegen, dass es halt sonst nur in New Leaf möglich war und halt hier, oder war es in New Leaf? Ich glaube auch nicht im Standard-Game, höchstens halt nach dem Welcome Amiibo-Update. Aber das ist halt sowas, da hat man in Animal Crossing bisher noch nicht wirklich die Möglichkeit zu gehabt, auch in New Horizons bisher noch nicht, erst mit dem Update wird das möglich sein. Deswegen ist es halt so schwierig für mich, daran zu denken, weil es halt nie möglich war. Das könnte man natürlich auch gut nutzen, hier dieses... Ja, aber jetzt haben wir nur noch blöde Winkel gerade. Das hätte ich schon früher machen müssen, wenn ich hier ein Foto hätte machen wollen, glaube ich. Oh mein Gott, das dauert so unendlich lange, ne? Wow, wir sind endlich fertig. Oh Mann. Unser Krankenhaus ist fertig. Natürlich wäre es besser, wenn es seltener zum Einsatz kommen würde. Aber es ist gut, dass die Einwohner nun eine Anlaufstelle für alle gesundheitlichen Probleme haben. Nun denn, ich muss mich mal wieder auf den Weg zum Stadtamt machen. Bis dann und so. Danke nochmal. Kein Problem. Auch wenn es lange gedauert hat. Nein, möchte ich nicht. Niklas, willkommen zurück. Ja, ja, gut. Genau das gleiche wie jeden Tag und insofern bis morgen. Dann schauen wir uns... Ich schätze mal, die Gyroiden-Lektion könnte ich mir dann mal gönnen, aber ich muss es mir nochmal genau angucken und dann werden wir auch wieder ein Bewohnerhaus wahrscheinlich machen. Sodass wir in der übernächsten Folge dann schließlich den Laden gestalten. Also, bis dahin. Tschüss.